Herzlich willkommen zur Übung des Tages. Heute geht es um Ihren Rücken. Um Ihren Rücken schonend zu bewegen, sollten Sie sich nicht in Extrempositionen verrenken. Es reicht schon eine einfache Übung: Katze und Kuh. Stellen Sie sich schulterbreit hin, gehen Sie leicht in die Knie und stützen Sie sich mit Ihren Händen auf Ihre Oberschenkel, knapp oberhalb des Knies. Halten Sie Ihren Rücken zunächst gerade. Machen Sie ein Hohlkreuz und nehmen Sie auch den Kopf in eine leichte Überstreckung der Wirbelsäule. Das ist die Kuh. Gehen Sie nicht ganz bis ans Bewegungsmaximum. Als nächstes kommt die Katze, die Gegenbewegung. Machen Sie Ihren Rücken rund und nehmen Sie den Kopf auf die Brust. Auch hier sollten Sie nicht bis ans Äußerste gehen, sondern nur so weit, wie es angenehm ist. Machen Sie 6 bis 8 Durchgänge der Übung, wann immer Sie Ihren Rücken etwas bewegen wollen. Um die Bewegung etwas intensiver zu machen, lässt sie sich auch auf dem Boden im Vierfüßerstand durchführen. Weitere Informationen zum Thema Schmerzbehandlung finden Sie auch auf der Homepage der Patientenuniversität. Viel Spaß beim Ausprobieren!